guten 200 Metern. Ich denke mal, es sind so ca. 25 Meter übergeblieben von dem Turm. Wir sind alarmiert worden zu einem Einsturz eines Windrades. Das ist heute eingestürzt, ist nicht morgen, weil morgen wäre eine Eröffnung gewesen. Sicherlich bei rund 6 Millionen Euro, so viel kostet ungefähr eine solche Anlage. Ja, wir haben so gegen 18 Uhr eine Alarmmeldung bekommen von mehreren Passanten, Fußgängern, Spaziergängern, die also festgestellt haben, dass hier ein Strommast zusammengebrochen ist. Es war ein bisschen aufwendig, den zu finden, weil das hier natürlich sehr verstreut ist. Letztlich haben wir den Turm, den Sie hinter uns sehen, dann vorgefunden. Und zu den Ursachen kann man jetzt natürlich nichts sagen. Der hat insgesamt eine Höhe von 200 Meter. Der Rest ist also in den Wald gestürzt. Wir haben in guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, unteren Wasserbehörde und auch teilweise der Betreiber, der auch noch hier erscheinen wird, vernünftige Maßnahmen getroffen. Unter anderem ist ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen können, dass es hier Verletzte oder Tote sogar gibt. Ja, da bin ich natürlich auch kein Fachmann, aber ich denke mal, wenn ein Turm aus 200 Metern, wenn er zusammenbricht und es stehen nur noch 25 Meter, dann können Sie sich vorstellen, was da für gewaltige Massen in Bewegung sind. Das Ausmaß kann man hier nicht erkennen, weil die Turmspitze also in den Wald gestürzt ist. Also ich bin aus Mahl angereist, insofern kann ich nicht sagen, welche Zustände hier in Haltern herrschen, aber es war schon ein sehr starker Regen, sehr starker Sturm, als wir hier ankamen. Ob das jetzt mit dem Zusammenbruch zu tun hat, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, die Polizei ist hier nicht zuständig, das ist eigentlich eine Sache des Betreibers. Die Feuerwehr und wir haben also quasi nur erste Maßnahmen getroffen, um auszuschließen, dass es hier Verletzte gibt. Die Absperrung wird von der Stadt Haltern vorgenommen und insofern muss man über Gutachter und Sachverständige dann weiter feststellen, wie hier vorgegangen wird. Ja, Hummel ist der Polizeihubschrauber, der uns hier aus der Luft unterstützt hat, verfügt über eine Wärmebildkamera, kann also mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es hier Personen gibt, die unter den Trümmerteilen liegen. Und weiterhin hat er das Schadensbild von oben aufgenommen und hat sich auch den zweiten Turm, es gibt einen zweiten Strommast gleicher Baureihe, hat sich den auch angeguckt, überprüft. Da sind bis jetzt keine Auffälligkeiten. Ja. Es handelt sich also hier um ein Windkraftwerk, Windkraftrad, was zusammengestürzt ist. Wir sind hier im Holt. Das ist ein Waldgebiet im Ortsteil Libramsdorf, Stadt Haltern am See. Wir sind alarmiert worden zu einem Einsturz eines Windrades, so kurz nach 19 Uhr. Also die Lage beim Eintreffen war so, wie sie jetzt ist. Das Windrad war so, wie es jetzt sich darstellt, komplett eingestürzt. Es war ein Zeuge da, der hatte gesehen, wie dieses Windrad eingestürzt war. Es war also davon auszugehen, dass es keine Kollision mit einem Luftfahrzeug wohl gegeben hat. Wir haben daraufhin das Waldstück abgesucht, soweit es dann möglich war, haben das anschließend noch mit Unterstützung des Polizeihubschraubers getan und auch nochmal mit unserer Drohne anschließend auch nochmal abgeflogen, um auszuschließen, dass in dem Waldstück irgendwelche Personen von den Trümmern getroffen worden sind. Also man kann sicherlich davon ausgehen, dass wir Glück hatten, dass niemand getroffen ist, weil es war ja ein Augenzeuge da, ein Jäger in seinem Hochsitz. Es waren also Personen hier in der Gegend. Dieses Windrad hatte eine Nabenhöhe von ungefähr 170 Metern und eine Flügelspitze dann bis ca. 240 Metern. Also zurzeit haben wir es abgesperrt. Wir werden das auch noch weiter absperren, das heißt also quasi kontrollieren, bis der Betreiber hier ist, damit wir dem das dann übergeben können. Wir waren hier mit ca. 30 Kräften, das waren die Freiwilligen aus der Löscheinheit Libramsdorf, sowie das Hauptamt mit den hauptamtlichen Kräften und dann halt noch ein paar Spezialgruppen, die Drohnenpiloten, die Information- und Kommunikationseinheit mit dem Einsatzleitwagen. Die Besonderheiten waren tatsächlich dann der Eigenschutz. Das bedeutet, das Waldgebiet abzusuchen im Dunkeln.
Wobei man in den Baumspitzen natürlich noch etliches an Trümmern liegen hat, die also über einem dann sind. Also das Windrad ist so neu aufgebaut, es wäre morgen dann die Eröffnung gewesen. Für dieses Windrad ist ein Tag vorher eingestürzt. Ja, also man kann davon ausgehen, dass es mehr oder weniger von Glück zu sagen ist, dass es heute eingestürzt ist, nicht morgen. Weil morgen wäre eine Eröffnung gewesen und da wäre sicherlich viel mehr Personal hier gewesen oder Personen in der Nähe des Windrades. Ja, was ist passiert? Wir haben zwischen 6 und 7 Uhr etwa einen lauten Knall gehört. Wir sind dann unsererseits, also unsere Stadtwerke Haltern, ich bin Geschäftsführer der Stadtwerke Haltern auch, wir sind dann informiert worden über die Feuerwehr und natürlich sind unsere Kollegen dann hier rausgefahren und haben den Schaden dann zusammen mit der Feuerwehr begutachtet. Welches genau die Schadensursache ist, das werden wir sehen, das können wir heute noch nicht abschätzen. Tatsache ist, der Turm ist, wie man ja sieht, ineinander gefallen. Die gesamte Gondel mit Rotorblättern liegen am Boden, sind zerstört. Die Firma, die die Anlage gebaut hat, ist verständigt. Der entsprechende Servicetechniker ist unterwegs. Der wird sich das dann spätestens, der wird heute Nacht schon da sein, aber der wird sich das morgen am Tage dann genauer anschauen, gucken, anschauen können und dann auch beurteilen können, welches denn genau die Schadenursache gewesen ist. Das lässt sich heute nicht sagen. Wir sind heute jetzt natürlich erstmal froh. Ich habe mit der Feuerwehr bzw. der Polizei gesprochen. Die haben mit einer Wärmekamera das Ganze untersucht. Es ist also keine Person zu Schaden gekommen. Und das ist, glaube ich, heute Abend zumindest schon mal für uns das Wichtigste. Und das müssen wir schon mal positiv festhalten. Ansonsten sehen wir uns hinter uns einen großen Haufen Schrott. Und ja, absolut unschön. Ja, wenn ich jetzt nur den Schaden dieser Anlage nehme, dann sind wir sicherlich bei rund 6 Millionen Euro. So viel kostet ungefähr eine solche Anlage. Aber das ist natürlich nicht alles, denn für uns und auch für liegt natürlich ein Image-Schaden daran. Wir haben ja eine zweite Anlage 500 Meter von uns entfernt hier stehen, die wir natürlich auch sofort abgeschaltet haben, weil die baugleich sind. Das können wir also nicht mehr riskieren. Die Feuerwehr hat auch diese Anlage abgesperrt, damit da gar nicht irgendwer was passieren kann. Ja, also ich sag mal so, das ist ja zunächst mal der materielle Schaden, aber dann kommt natürlich, müssen wir hinterher sprechen über entgangenen Gewinn und all diese Dinge. Das wird doch eine lange Auseinandersetzung werden, denke ich. Ja, die Firma ist vor, nageln Sie mich nicht fest, circa 3 Jahren auf diesen Bautyp umgestiegen, 2-3 Jahren auf diesen Bautyp umgestiegen, dieser achteckige Turm, und hat dann deutschlandweit einige dieser Anlagen gebaut. Wir hatten natürlich eine Anlage bestellt, aber jetzt nicht die Form des Turms. Deswegen, wenn die Firma sagt, dieser Turm ist qualitativ genauso hochwertig wie das, was man vorher kannte und kennt, dann müssen wir das natürlich auch so glauben. Und deswegen hatten wir nichts gegen den Bau dieser Anlage. Die sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber in der Tat, man gewöhnt sich auch dran. Also wenn es nur um Optik geht, dann glaube ich, kann man damit im Grunde genommen leben.